Am 11. Dezember 1918 wird in Kislovodsk im Kaukasus Alexander Solschenizyn geboren. Für die einen verkörpert er das unterdrückte Bewusstsein des russischen Volkes, für die anderen ist er einer der prominentesten Staatsfeinde, einer, der Unruhe in den Alltag des sowjetischen Sozialismus gebracht hat. Die Welt des Halbwaisen sind Armenviertel. Seine Mutter ist trotz gutbürgerlicher Herkunft gezwungen, niedrige Arbeiten anzunehmen, um sich und das Kind durchzubringen. Im Alter von 41 Jahren stirbt sie an Tuberkulose. Alexander, der inzwischen das Studium der Mathematik und Physik in Moskau erfolgreich abgeschlossen hat, ist an der Front. Der Zweite Weltkrieg beschert Solschenizyn zahlreiche Orden. Er bringt es bis zum Hauptmann. Im Jahre 1945 erfährt sein Leben jedoch eine radikale Veränderung. Die Zensur beschlagnahmt einen Brief, in dem er Stalin kritisiert. Solschenizyn wird verhaftet und ins berüchtigte Lubjanka-Gefängnis in Moskau gebracht. Wegen antisowjetischer Propaganda verurteilt man ihn zu 8 Jahren Deportation. In den Straflagern arbeitet er, wie Ivan Denisowitsch, der Held des Romans, der ihn berühmt machen wird, als Maurer. Die politischen Häftlinge werken 12 bis 14 Stunden pro Tag, um das Normpensum erfüllen zu können. Gelingt es ihnen nicht, erhalten sie kleinere Essensrationen, mit denen man unter den extremen Bedingungen kaum überleben kann. Dennoch findet Solschenizyn die Kraft, Verse im Gedächtnis zu verfassen. Gefangene haben kein Anrecht auf Papier und Bleistift. Nach seiner Entlassung im Jahre 1953 wird er nach Kasachstan in Mittelasien zwangsversetzt, wo er Mathematik unterrichtet. Als unter Chruschtschow die Verbrechen der Stalin-Ära enthüllt werden, bittet der Schriftsteller um die Revision seines Falles. Solschenizyn wird rehabilitiert. Zwischen 1956 und 1958 schreibt er den Roman »Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch« und schickt das Manuskript an die Redaktion der Zeitschrift »Novi Mir« mit Erfolg. Am 19. November 1962 wird das erste und einzige Mal ein Buch von Solschenizyn in der UdSSR veröffentlicht. Es bleibt ein denkwürdiger Tag. Nicht nur wegen der Entdeckung des Literaten, sondern vor allem deshalb, weil die Welt zum ersten Mal von den Gräueln in stalinistischen Straflagern erfährt. Doch die liberale Ära geht bald wieder zu Ende. 1965 konfisziert der KGB das gesamte Archiv des Schriftstellers. 1969 wird er aus der Union der Schriftsteller ausgeschlossen. Aus dem Westen, der bisher geschwiegen hat, hagelt es Proteste, die von der sowjetischen Presse als schändliche Provokation der Volksfeinde dargestellt werden. Auch die Verleihung des Nobelpreises an Solschenizyn im Jahre 1970 empfindet man als Provokation. Dem Gewinner wird die Ausreise zur Verleihung verboten. Eine Freundin erhängt sich, nachdem sie dem Geheimdienst das Versteck des Manuskriptes von Archipel Gulag verraten hat. Trotzdem kann das Werk im Westen erscheinen und wird mit einem Schlag zu einem der bedeutendsten Bücher der Weltliteratur. Solschenizyns Situation wird gefährlich. Er lehnt es jedoch ab, auszuwandern. Schließlich verhaftet man ihn und verfrachtet ihn mit Gewalt ins Ausland.